Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ubi Testet. Ich habe für euch heute etwas richtig Extravagantes dabei und für mich persönlich den neuen Stern am SUV-Himmel, den DS7 Crossback. Viel Spaß! Ja, die Front des DS7 Crossback besticht durch den großen dominierenden Kühlergrill, der hier durch die Wahl der sportlichen DS Performance Line in Schwarz ausgeführt ist. Ansonsten haben wir diese Elemente hier komplett außen rum um das DS-Symbol in Chrom ausgeführt. Weiteres Merkmal der Frontansicht ist diese einzigartige Lichtsignatur der DS Active LED Scheinwerfer, die wir hier haben. Diese zelebrieren bei Dämmerung oder Nacht mit ihren drehbaren LED-Lichtmodulen eine besonders coole Show. Fragt sich nur leider, wie langlebig diese Stellmotoren sind, denn stetiges Umdrehen, Hin- und Herdrehen bei jedem Start ist dann doch sehr anspruchsvoll für diese Motoren, die sie da drin sind. Die horizontal angeordneten Tagfahrlichtbänder sorgen für ein unverkennbares Frontdesign und erhöhen auf der Autobahn auch das Überholprestige deutlich. Ja, wenn wir uns tatsächlich das Profil des DS7 Crossback genau betrachten, mit 4,57 m entspricht er genau dem Mittelklasse-SUV-Maß. Auch die Überhänge hinten sind sehr kurz, und wenn man sich den Wagen so tatsächlich betrachtet im Profil, dann erkennt man doch durchaus ein paar Anleihen zum Audi Q5. Besonders so die Heckpartie finde ich sehr ähnlich zum Audi Q5. Auch die Chromleiste rund um die Fensterflächen, die dann nach hinten abfallende Dachlinie suggerieren sollen, sind deutliche Designmerkmale, die DS hier verwendet. Auch bei den 19 Zoll Rädern, die wir hier haben, mit Schwarz und Hochglanz Aluminium für die DS Performance Line mit Namen Peking, stehen im Wagen wirklich gut zu Gesicht. Allerdings muss man sagen, dass sie für meine Begriffe in diesen riesigen Radhäusern etwas untergehen, dafür, dass es 19 Zoll Räder sind. Ja, hinter der optional elektrisch öffnenden Heckklappe verbirgt sich ein 555 Liter fassendes Gepäckabteil. Die traditionell für SUVs hohe Ladekante muss man natürlich erst einmal überwinden, besonders wenn man Kinderwagen oder schwere Gegenstände einladen will. Ja, der Zustieg nach hinten beim DS7. Es geht sich hervorragend hinein in die gute Stube des DS7 Crossback. Denn erstens, wir steigen angenehm hoch ein, typisch SUV. Zweitens, ich habe hier wirklich jede Menge Platz. Nach oben, ich kann gar nicht zwei Hände nebeneinander packen. Also da oben habe ich mindestens 20 cm fast Platz nach oben. Das ist Wahnsinn. Auch zum Vordersitz, der eingestellt ist auf meine Größe von 1,78. Plus Platz für den Burger hier vorne dran. Ansonsten haben wir wirklich toll ausgeformte Sitze. Alcantara-Bezüge auch hinten. Wir haben die elektrische Sitzverstellung hier, zusätzlich hier, und zwar eine Lehnenverstellung, eine elektrische. Zwar ein sehr langsamer Motor, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr schön und angenehm. Ansonsten zwei Lüftungsdüsen in der Mitte, zwei USB-Anschlüsse für jeweils links und rechts. Wir haben eine Mittelarmlehne hier noch drinnen verbaut, und es bleibt mir nichts anderes zu sagen als viel Platz in der Bude. Und jetzt schauen wir allerdings, ob der Platz auch vorne ist. Ja, wir steigen nach vorne ein in den DS7 Crossback.
Ja, wie sitzt sich's hier vorne? Hervorragend, ehrlich gesagt. Wir haben nämlich hier vorne AGR-Sitze, Aktion gesunder Rücken, verbaut, die wirklich auf Langstrecken eine Wohltat sind. Zwar keine Massagefunktion, die gibt es auch mit anderen Sitzen, aber hier bei der Performance Line haben wir wirklich eine sportliche Ausrichtung. Das heißt also, die Sitze sind schön ausgeformt, bieten genügend Seitenhalt, eine Kopfstütze, die sich auch nach vorne und nach hinten, also tatsächlich perfekt anpassen lässt. Wir haben einen vorderen ausziehbare Schenkelauflage, elektrisch verstellbar mit 3 Memory-Tasten, eine Lordosenstütze. Das Lenkrad lässt sich natürlich in der Tiefe und in der Höhe optimal einstellen. Da findet jeder seinen Platz. Wir haben hier unten links übrigens eine kleine Funktionsteile für Frontscheibenheizung, Spiegelverstellung, den Spurassistenten und den Heckklappenentriegelung. Ansonsten, ja, was bleibt hier zu sagen? Ich sitze einfach perfekt, habe genügend Platz. Mein Knie wird perfekt geschützt durch die mit Alcantara versehene Mittelkonsole. Alles perfekt. Ja, wir kommen hier im Innenraum vom DS7 in der DS Performance Line, die wir hier vor uns haben. Und bei der DS Performance Line, das erste, was uns hier besonders auffällt oder mir besonders gut auch gefällt, ist die hochwertige Verarbeitung und die tollen Materialien, die hier verwendet wurden. Wir haben hier Leder bzw. Kunstleder wurde es gemacht, aber es wirkt sehr, sehr echt und sehr gut. Aufgeschäumte Materialien, viel Alcantara, wirklich selbst hier diese Blende komplett mit Alcantara überzogen. Wir haben hier ein Touchpad zum Auflegen von einem Arm. Die Armauflage ist zwar nicht in der Höhe verstellbar, aber hier ist ein tiefes Ablagefach drinnen. Ebenso tatsächlich hier Alcantara in den Türen. Türtafeln und zusätzlich wirklich auch schöne Kontrastnähte. Wir haben hier oben eine graue Naht, dann haben wir eine gelbe Naht und eine rote Naht. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Auch die Sitze in Alcantara geführt, den Kunstleder-Seitenbahnen, also sehr, sehr schön. Das Lenkrad ebenfalls dreifarbig abgehoben mit den Ziernähten hier drinnen. Unten abgeflacht, oben und unten glattes Lenkleder und hier perforiertes Leder. Es liegt sehr, sehr gut. Die Schaltwippen hier sind links runter, rechts rauf, sind tatsächlich starr. Würde ich mir wünschen, dass sie mitlenken. Ansonsten haben wir hier den Bediensatellit für das Radio mit leiser und lauter, sowie die Spracheingabe und die Strukturveränder, das Scrollrad hier zum Rendern der Display-Oberfläche hier. Ansonsten hier für die Tracks auf der rechten Seite, Liste und auch fürs Telefon. Die Hupe ist in der Mitte des Pralltopfs und hier unten links ist ein Satellit, der angebracht ist für die den Tempomaten. Zudem als erstes Modell im PSA-Konzern wird der DS7 nächstes Jahr die neue Vernetzungsplattform CVMP bekommen. Damit wird dann das Fahrzeug voll digitalisiert und das heißt also, man wird tatsächlich verschiedene Apps, die wir noch besser hier integrieren können in die ganze Fahrzeugtelematik. Also das wird sehr, sehr spannend werden. Bis dato kommen wir hier schon mal mit 2 12 Zoll Displays aus. Einmal den 12 Zoll Display hier, zwar mit einem großen breiten schwarzen Rahmen, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr schön integriert. Wirkt sehr, sehr riesig, ist sehr dominant. Aber man muss auch gleich sagen, was besonders toll bei diesem Display ist, es ist extrem hochauflösend. Also es ist wirklich, wirklich fein auflösend. Das Einzige, was noch feiner auflöst, muss ich zugeben, ist derzeit das Mercedes-Display aus der A-Klasse. Ich werde euch tatsächlich das Review oben noch verlinken. Das könnt ihr euch dann auch einmal anschauen mit dem MBUX. Ein weiteres 12-Zoll-Display haben wir hier als Kombi-Instrument aufgebaut. Wir können da verschiedene Varianten uns anzeigen lassen. Hier mit dem Drehrad können wir uns verschiedene Optionen anzeigen lassen. Das reagiert extrem schnell. Es ist auch sehr gestochen scharf, ablesbar und auch wirklich sehr schnell hier in der Reaktionszeit. Das heißt, wir haben hier sehr schnelle Rechnerchips verbaut, die wirklich sehr, sehr gut sind. Und da muss man ganz klar sagen, das ist schon sehr Premium, was DS hier auflegt. Und ein schönes Detail, ob man es mag oder nicht, das muss man selber wissen, ist hier der Chronograph von BRM.
der hier integriert wurde und so ein bisschen den Auftritt hat als Drehzahlmesser mit rotem Bereich ab der 45 raufgehend. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Ich finde solche kleinen Details, das hat schon was. Der Start-Stopp-Knopf, der hier oben ist, ist ein bisschen deplatziert, aber auf der anderen Seite hätte man ihn vielleicht ein bisschen schöner machen können als auch so ein bisschen Plastik. Er leuchtet schön, das DS leuchtet in der Nacht sehr schön rot, ist auch schön illuminiert. Wir haben eine sehr breite Mittelkonsole, wie gesagt, sehr gut mit den Materialien verarbeitet. Hier der Stick für Automatik. Dann haben wir hier die Fensterheber für vorne, hier die für hinten, hier für Zentralverriegelung und das Sperren der jeweiligen Fensterheber für hinten und unser Drive-Mode-Schalter, mit dem wir dann die einzelnen Modi durchschalten. Angezeigt wird das Ganze im Kombi-Instrument und hier die Parkbremse, die uns gelöst wird. Das ist übrigens der Schlüssel. Sehr schön für DS, eigentlich ganz normaler Citroen und PSA-Schlüssel. Hinten ein bisschen aufgeraut und tatsächlich das DS-Symbol. Sehr, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Wir haben hier noch ein Ablagefach für das Telefon. Hier in der Mittelkonsole ist eine Induktionsladeschale optional. Die Bedienung der Sitzheizung ist hier drinnen. Finde ich nicht ganz optimal. Unten haben wir noch einen USB-Anschluss und einen 12-Volt-Anschluss. Hier drinnen ist nur ein großes Ablagefach beleuchtet und wir haben noch so einen kleinen Einsatz, den wir da reinlegen können. Also da passt sehr, sehr viel rein, das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben hier noch zwei Becherhalter untergebracht, auch die Türablagen und das ist ein Highlight für mich natürlich, denn selbst das bietet noch BMW noch nicht mal. Das ist tatsächlich, sie sind komplett ausgelegt mit Filz. Das heißt also, alles, was da drin liegt, klappert nicht und stört auch nicht. Ja, wir sind jetzt unterwegs im DS7 Crossback HDI 180. Und was als erstes tatsächlich hier im DS7 auffällt, ist die hervorragende Geräuschdämmung. Also wirklich, der Motor ist hervorragend weggekapselt, die Windgeräusche sind extrem niedrig, selbst bei hohen Geschwindigkeiten. Und dieses unglaublich komfortable Fahrwerk, was wir hier haben. Und diese Fahrwerksabstimmung ist DS tatsächlich dadurch gelungen, dass man ein komplett neuartiges, adaptives Dämpfersystem verbaut hat. Und zwar, was auf eine Kamera basiert, die hier oben hinter dem Innenspiegel ist. Die scannt tatsächlich die Fahrbahn ab, erkennt Bodenunebenheiten und warnt sozusagen schon die Dämpfer vor. Das tut sie in der Praxis wirklich, wirklich gut. Es gibt hier einen Modi-Wählhebel, den wir tatsächlich noch durchschalten können. Zwischen Eco und Normal gibt es tatsächlich keinen Unterschied. Der einzige Punkt ist, der betrifft dann das Getriebe und zwar dann die Segelfunktion. In der Eco-Modus segelt das Getriebe und im normalen Modus tut es dies nicht. Ja, und dann gibt es den Komfortmodus und der ist für mich der perfekte für den DS7. Denn die Federung ist so ausgelegt, dass er wirklich schön sanft nachschwingt und wirklich übelste Rasenflicken einfach wegbügelt. Und das macht dann einfach einen richtig hochwertigen und vor allem erhabenes Fahrgefühl, was man hier mit dem DS7 hat. Wer allerdings sagt, na, ich will aber lieber hier, Auto schaut dynamisch aus ein bisschen und da muss doch auch was gehen. Okay, derjenige kann dann tatsächlich nochmal eins weiter drücken auf dem Fahrmodi und geht auf Sport. Dann wird die Lenkung tatsächlich ein bisschen straffer. Das Getriebe reagiert spontaner, hält die Gänge einfach länger und die Dämpfer werden einfach ein bisschen straff gestellt. Ja, Resultat der ganzen Geschichte ist, der DS7 geht dann erstaunlich flockt, wirklich für seine 1,7 Tonnen Gewicht, um die Ecke herum. Klar, ein BMW-Fahrer wird man damit jetzt nicht unbedingt hinter dem Busch hervorlocken, aber so ein Audi Q5-Fahrer, der so ein bisschen entkoppelt fährt, oder ein Mercedes-Fahrer. Gut, okay, Mercedes-Fahrer werde ich jetzt vielleicht nicht mit einem Luftfahrwerk rausholen, aber insgesamt muss man dann schon sagen, der macht das schon verdammt gut hier mit dieser Fahrwerksabstimmung und könnte dann diese zwei Premium-Kunden durchaus begeistern, würde ich jetzt mal sagen. Begeistern tut auch der 180 PS Vierzylinder-Diesel, der hier unter der Haube steckt. Den konnten wir schon bereits im Peugeot 308 ausgiebig fahren. Den Bericht verlinke ich oben jetzt. Und der mit seinen 177 PS und den 400 Newtonmeter Drehmoment ist hier ebenfalls an das komplett neu entwickelte Eisin 8-Gang Automatikgetriebe gekoppelt.
Und das verdient für meine Begriffe schon fast eine Goldmedaille. Gerade für PSA oder für die Konkurrenz, die so aktuell auf dem Markt ist, unter Ford, Opel und so weiter, ist das Getriebe eine Wucht. Das muss man ganz klar sagen. Die Schaltvorgänge sind super schnell und präzise. Es gibt keine Zugkraftunterbrechung. Die Abstufung und Spreizung der einzelnen Gänge ist ebenfalls hervorragend gelungen. Die Schaltvorgänge kaum spürbar. Hey, segeln kann das Getriebe auch, wenn man es braucht. Ja, und am Ende kommt tatsächlich bei rum, dass dieser Motor hervorragend mit dem EAT8-Getriebe harmoniert. Wer das EAT6 kennt, wie ich aus dem Grand C4 Picasso, hey, das sind Welten, Leute. Das sind wirklich, wirklich Welten. Das EAT6, ich würde es am liebsten aus meinem Citroën verbannen und sofort dieses Getriebe haben wollen, was jetzt auch erhältlich ist, mal nebenbei. Aber nichtsdestotrotz, hier funktioniert diese Antriebskombination so wirklich hervorragend. Auch beim Verbrauch merkt man das, denn der Diesel, aktuell wohlgemerkt, der sauberste Diesel, der derzeit erhältlich ist, nachweisbar, verbraucht hier bei mir im Schnitt 6,9 Liter, bin ich jetzt gefahren, über meine Gesamtdistanz. Und das ist eine ordentliche Nummer, denn ich bin tatsächlich hier von der holländischen Grenze bei Venlo bis hier runter auf München doch viel Autobahn gefahren, und das waren die meisten Kilometer, die ich abgespult habe, und bin da doch relativ zügig, so immer mit um die 160 unterwegs gewesen. Und muss man sagen, dafür ist der Verbrauch hier doch respektabel. Ja, morgen wird mein DS7 Crossback leider schon wieder abgeholt. Und ich muss zugeben, ich bin doch traurig darüber, auch trotz dessen, dass ich eigentlich ein SUV-Gegner schon fast bin. Aber der DS7 ist tatsächlich irgendwie mir doch sehr ans Herz gewachsen. Besonders die coole Optik, die wir haben, dass dieser tolle Fahrkomfort, den er bietet, und vor allem auch die tolle Antriebskombination, die wir hier haben mit dem 180 PS Diesel und der neuen EAT8 Autogangautomatik, ist wirklich einmalig und für meine Begriffe aktuell somit das Beste im SUV-Bereich, was man bekommen kann. Wenn man dann auch noch mal so ein bisschen in die Preisliste reinschaut, so kostet hier meine DS7 Crossback als DS Performance Line mit dem HDI 180 und dem EAT8 Getriebe 86.850 Euro. Und da kann dann der ein oder andere doch durchaus mal über den Wechsel vom deutschen Premium-Hersteller zum französischen Premium-Hersteller DS durchaus nachdenken. Wer jetzt tatsächlich anfängt und schreit und sagt, naja, aber Diesel, und es ist zwar der Diesel, sauberste Diesel, der angeboten wird, aber will ich nicht, der hat aktuell die Möglichkeit, immer noch einen 1,6 Liter Benziner mit 225 PS zu ordern. Oder ihr wartet tatsächlich bis 2019, also noch ungefähr ein Jahr. Dann gibt es den DS7 auch als Plug-in Hybrid mit 50 Kilometern Reichweite. 300 PS Systemleistung werden versprochen. Das heißt also, ordentliche Fahrleistungen haben wir dann hier. Die Batterien werden unterhalb der Rücksitzbank verstaut. Und dann haben wir natürlich noch das Design, was unverändert bleibt. Aber was die Franzosen jetzt schon sagen, ist, es wird nochmal eine deutlich aufgewertete und noch hochwertigere Ausstattungslinie geben. Okay, da muss ich zugeben, da bin ich sehr gespannt auf diese Version, denn der ist ja schon besonders gut. Und von dem her bleibt mir erst einmal, mich zu bedanken bei euch fürs Reinklicken. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo des Kanals freuen und ein Like nach oben. Sollte euch das Ganze nicht gefallen, natürlich den Daumen nach unten. Und für weitere Anregungen, Kritik oder Fragen, gerne die Kommentarbox unten benutzen. Ich werde auf alle Fälle darauf antworten. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als Tschüss und Servus, euer Ubi.